Ja, liebe Webinar-Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Webinar zum Thema Covid-19 und Baustellen, rechtliche Hinweise und Tipps für Bauherren, Unternehmer und Planer. Es freut mich, dass Sie sich so zahlreich zugeschaltet haben. Vorab ein Hinweis: Sie werden den Link zur Präsentation auf der Webseite von Keller Hals Karar finden. Auch auf der LinkedIn-Seite werden Sie einen Post finden, und zwar auf dieser hier eingeblendeten Seite KC Bau und Immobilien. Dort finden Sie im Übrigen auch weitere nützliche Informationen und Neuigkeiten zum Bereich Bau und Immobilien. Es lohnt sich also ab und zu, da vorbeizuschauen. Zu den heutigen Referenten: Keller Hals Karar ist mittlerweile in der ganzen Schweiz und in allen Sprachregionen vertreten. Wir sind eine Wirtschaftskanzlei und es ist unser Anspruch, unseren Klienten eine umfassende Beratung aus einer Hand anbieten zu können. Besonders stark vertreten sind wir im Bereich Bau und Immobilien. Unsere Practice Group Bau und Immobilien umfasst erfreulicherweise rund 40 Mitglieder. Aus dieser Practice Group haben wir heute drei Vertreter von drei Standorten. Von Bern begrüße ich Mario Marti, von Basel Bernd Haug und ich, Jérôme Baumann, vom Standort in Zürich. Zum heutigen Programm: Nach meinen einleitenden Bemerkungen in das Thema werden meine Kollegen Bernd Haug zum Thema Covid-19 und Werkverträge und Mario Marti zu den Planerverträgen referieren. Es ist klar, dass wir uns angesichts der weitreichenden Thematik einschränken müssen und auf viele Bereiche nicht eingehen können. Ein wichtiger Hinweis: Sie haben die Möglichkeit, während dem Webinar Fragen zu stellen. Dazu verwenden Sie bitte den Button Fragen und Antworten, F&A, den Sie unten in der Leiste finden. Wir werden diese laufend sammeln und am Schluss des Webinars darauf zurückkommen und hoffentlich möglichst viele beantworten können. Einige einleitende Bemerkungen in das Thema. Wie Sie wissen, hat der Bundesrat verschiedene einschneidende Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus getroffen. Der Bundesrat hat jedoch davon abgesehen, Baustellen weitgehend oder vollständig zu schließen. Wir haben also keinen flächendeckenden Lockdown der Baustellen erlebt. Dem Vernehmen nach stand dieser Entscheid Mitte März offenbar auf der Kippe. Über die Gründe lässt sich nur spekulieren. Eventuell hat das Interesse an einer Kontinuität der laufenden und geplanten Projekte überwogen. Weiter dürften angesichts der Größe der Bau- und Immobilienwirtschaft auch gesamtwirtschaftliche Überlegungen eine wichtige Rolle gespielt haben. Nun, wir haben zwar keine generelle Schließung von Baustellen gesehen. Covid-19 war und ist für Baustellen aber dennoch ein Problem oder sagen wir auch eine Herausforderung. Ich habe Ihnen hier einige Gründe aufgelistet. Zunächst die Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit zur Einhaltung der Hygiene und Distanz wurden für obligatorisch erklärt. Das betraf namentlich die Anzahl Personen auf den Baustellen oder die Nutzung von Pausenräumen. Gerade bei der Montage eines Fensters oder bei Treppengeländern ist es leicht vorstellbar, dass die Distanzregeln kaum einzuhalten sind. Dann gab es Lieferengpässe und Verzögerungen, zum Beispiel wegen der Schließung von Zulieferern in Norditalien oder in Frankreich. In einem mir bekannten Fall hat der Baumeister die Deponie im grenznahen Ausland in Frankreich geplant und offeriert und musste anschließend auf eine teurere Deponie in der Schweiz ausweichen. Dann gab es teilweise Quarantänen einzelner Mitarbeiter aufgrund von Covid-19-Erkrankungen in Betrieben. Glücklicherweise nicht eingetreten sind massive Personalausfälle aufgrund von Covid-19-Erkrankungen. Es ist klar, dass diese Vorkommnisse Rechtsfragen aufgeworfen haben, welche sich in dieser Form noch nie oder sagen wir schon sehr lange nicht mehr, allenfalls noch im Zweiten Weltkrieg, gestellt haben. Entsprechend gibt es wenige Entscheide zu diesen Rechtsfragen.
Lassen Sie mich die Einleitung mit zwei konkreten Praxisbeispielen abschließen. Ich bin mir sicher, dass Ihnen diese so oder ähnlich ebenfalls begegnet sind. Das erste Beispiel ist ein Schreiben des Baumeisters an die Bauherrin und datiert vom 25. März 2020. Ich zitiere: Im Zusammenhang mit der Bauausführung teile ich Ihnen weiter mit, dass meine Klientin aufgrund der aktuellen Situation und der vom Bundesrat erlassenen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus Auswirkungen auf die laufenden Arbeiten auf der Baustelle erwartet. Und weiter: Obwohl gemäß den heutigen behördlichen Anforderungen der Baustellenbetrieb nicht vollständig eingestellt werden muss, beeinträchtigen die behördlichen Maßnahmen dennoch den geregelten Baustellenbetrieb in verschiedener Hinsicht unmittelbar und in maßgeblicher Weise. Nun, die Reaktion der Bauherrschaft ließ nicht auf sich warten. Die lautete wie folgt: Wir verfolgen die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Bauwirtschaft im Allgemeinen und auf der Baustelle im Speziellen mit Verständnis für die Unternehmer. Allfällige Terminverzüge und Mehrkosten sind unverzüglich und im Detail so zu begründen, dass allfällige Ansprüche in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht überprüft und insbesondere auch von den laufenden Verzögerungen getrennt beurteilt werden können. So die Antwort der Bauherrin. Die Rechtsfragen, auf die wir näher eingehen werden, liegen hier auf der Hand. Es geht um Anzeigepflichten, um Mehrvergütung und um Termin- und Fristerstreckung. Ein zweites Beispiel: Es ist die Renovation und der Ersatzneubau eines Alters- und Pflegeheims. Sie sehen hier den Auszug des Schreibens der Bauherrschaft an alle Projektbeteiligten. Darin wird der Projektstopp kommuniziert und begründet. Das Schreiben lautet wie folgt: Nach intensiver Diskussion zusammen mit dem Bauverantwortlichen, der Geschäftsstelle und dem Vorstand haben wir entschieden, das Projekt zu verschieben. Aus heutiger Sicht ist es unrealistisch, dass das Terminprogramm ohne Verzögerungen umgesetzt werden kann. Weiter besteht die Gefahr, dass die Baustelle auf Anordnung der Regierung ganz eingestellt werden muss. Auch hier stellen sich rechtliche Fragen, nämlich beispielsweise Rücktrittsmöglichkeiten der Bauherrschaft, Annahmeverzug und natürlich auch wieder die Kostenfolgen. Damit übergebe ich das Wort sehr gerne an meinen Kollegen Bernd Haug nach Basel. Danke, Jerome. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich darf das Thema Covid-19 und Werkverträge behandeln. Bitte neue Folie. Wir möchten das ganz praxisnah aufziehen und konkret die Fragen mit Ihnen besprechen, die wir in der anwaltlichen Beratung auch zu beantworten hatten. Die wichtigsten habe ich Ihnen hier einmal aufgelistet. Einerseits die Frage danach: Bin ich als Unternehmer weiter an die vertraglichen Fristen gebunden? Gelten die vereinbarten Konventionalstrafen trotz Covid fort? Wie sieht es mit Covid-Mehraufwand aus? Muss dieser bezahlt werden? Und last but not least, was gilt es bei künftigen Verträgen zu beachten? Ein paar allgemeine Antworten vorweg. Jeder Vertrag muss hier individuell angeschaut werden. Eine Aussage, die immer zutrifft, die gibt es nicht, außer vielleicht den Hinweis darauf, dass der Werkvertrag trotz Covid-19 nicht wegfällt. Im Ausgangspunkt bleibt es auch bei den vertraglich vereinbarten Fristen. Ausnahme: Es wurde etwas anderes im Vertrag vereinbart. Und etwas anderes vereinbart kann insbesondere dann sein, wenn SIA 118 Vertragsgegenstand bildet. Wir werden darauf im Einzelnen eingehen. Weiter ist es sicherlich richtig darzustellen, dass die Hürde für die Anpassung eines Pauschalpreises oder eines Kostendaches trotz Covid-19 sehr hoch liegt. Und essentiell ist für den Unternehmer in jedem Fall die Dokumentation und die Anzeige der eigenen Behinderung sowie des Mehraufwandes. Vielleicht zunächst zu den Fristen bei Geltung der SIA-Norm 118. Ich habe Ihnen das hier einmal eingeblendet. Sie müssen nicht alles lesen. In Sachen Fristen
ist ganz zentral, ob den Unternehmer ein Verschulden an der Verzögerung trifft oder nicht. Trifft ihn kein Verschulden, wird die Frist angemessen erstreckt. Trifft ihn ein Verschulden, kommt es nicht zu einer solchen Fristerstreckung. Neue Folie bitte. Relevant daher die Frage des Verschuldens. Wir haben uns jetzt im Vorfeld auch schon überlegt, was für Fälle von Verschulden oder Nichtverschulden kann man denn diskutieren. Man wird sich da jeweils den Einzelfall anschauen müssen. Als unverschuldet kann zum Beispiel aus meiner Sicht angesehen werden, dass bei einem Altvertrag, also ich sage mal einem Vertrag, der jetzt vor Februar, Januar 2020 geschlossen wurde, ein Terminplan nicht mehr zu halten ist, weil dieser aufgrund der neu verbindlich erklärten Abstandsregelung nicht mehr eingehalten werden kann. So wie weiter denkbar Verzögerung deswegen, weil ein Materiallieferant aus Norditalien nicht mehr liefern kann. Dort hat man im Ausgangspunkt sämtliche Fabriken geschlossen. Als verschuldet anzusehen, ist sicher eine Verzögerung, die darauf zurückzuführen ist, dass der Unternehmer die verbindlichen Abstandsregelungen nicht einhält und es deswegen zu einer Baustellenschließung kommt. Weiter darf man sicher als verschuldet ansehen, wenn ein Unternehmer jetzt die aktuell bekannten Behinderungen und Erschwerungen aufgrund von Covid-19 nicht entsprechend in sein Terminprogramm berücksichtigt. Die Beweislast für die entsprechende Behinderung und entsprechende Verzögerung liegt insofern beim Unternehmer. Wichtiger Praxistipp für den Unternehmer daher folgendes: Bitte im Einzelnen dokumentieren, wie man behindert ist. Und wenn man von eigenen Unternehmern und Lieferanten nicht rechtzeitig beliefert werden kann, bitte entsprechende Belege anfordern. Weiter zu beachten, dass im Rahmen des Artikel 96 eine unverzügliche Anzeige an die Bauleitung zu machen ist. Wird diese Anzeige nicht rechtzeitig gemacht, wird der Anspruch auf Fristerstreckung verwirkt. Bitte neue Folie. Das gilt nur dann nicht, wenn die Bauleitung Kenntnis von den entsprechenden Umständen hat. Problematisch ist insofern, dass in den Verträgen das teilweise ausgeschlossen wird, also Anzeigepflicht trotz Kenntnis. Sicherheitshalber daher immer eine solche Anzeige machen. Wichtig, die Anzeige muss einigermaßen konkret und nachvollziehbar sein. Der alleinige Hinweis auf Covid-19 und die Auswirkungen darauf genügt nicht. Wir haben jetzt eingangs von Jerome Baumann schon recht allgemein gehaltene Klauseln gesehen. Die dürften nicht ausreichen. Bedeutet auf der anderen Seite für den Bauherrn, sich nicht mit allgemein gehaltenen Covid-19-Anzeigen begnügen und darauf bestehen, dass im Einzelnen der Grund für die Verzögerung und der Umfang der Verzögerung angezeigt wird. Weiterer Praxistipp: In den Verträgen wird oft vorgeschrieben, dass die Anzeige schriftlich erfolgen muss. Man hat es vielleicht nicht so präsent, aber eine Anzeige per E-Mail ist nicht schriftlich. Daher lieber noch einen Brief hinterher schicken. Was ist die Folge der entsprechenden Voraussetzungen von Artikel 96? Nun, die Vertragsfristen verschieben sich entsprechend, bedeutet gleichzeitig, die Konventionalstrafe wird entsprechend auch nach hinten verschoben. Immer wieder vorgekommen ist mir in der anwaltlichen Beratung auch der Fall, dass es dann entsprechend konkrete Anzeigen an den Bauherrn gab und dass der Bauherr dann gesagt hat, ja, aber du, lieber Unternehmer, musst dann trotzdem die vertraglichen Fristen einhalten. Im Endeffekt verlangt der Bauherr diesfalls eine Beschleunigungsmaßnahme, die dazu führt, dass er den entsprechenden Mehraufwand vergüten muss, so SIA 118 vereinbart ist. Was gilt bei Verträgen außerhalb SIA 118? Hier gibt es zu Fristen keine Regelung und wir haben das auf den ersten Blick störende Ergebnis, dass der Unternehmer trotz Covid-19 an die vertraglich vereinbarten Fristen weiter gebunden ist.
Ich kann jetzt insofern beruhigen, dass den Unternehmer dann aber keine Haftung trifft, obwohl er sich im Verzug befindet, weil er nämlich dann kein Verschulden an der Verzögerung hat. Wichtig daher auch unter OR sofort die Behinderungsanzeige machen. So wird dokumentiert, dass man behindert ist und man vermeidet den Einwand, den Bauherrn nicht rechtzeitig informiert zu haben. Zur Vergütung zunächst unter SIA 118. Im Ausgangspunkt hier jetzt die schlechte Nachricht für die Unternehmer. Artikel 58 SIA 118 legt fest, dass sich auch bei besonderen Verhältnissen im Ausgangspunkt der Pauschalpreis nicht ändert, es sei denn, einer der Ausnahmetatbestände greift ein. Bitte weiter. Was sind solche Ausnahmetatbestände? Nun, ein Ausnahmetatbestand ist sicherlich, wenn der Unternehmer einen Mehraufwand verschuldet. Hier ist zum Beispiel denkbar, dass ein Bauherr einseitig eine Baustellenschließung anordnet, die nicht erforderlich war. Dann wird der Bauherr dem Unternehmer Schadenersatz schulden. Bedeutet für die Bauherren ganz konkret, überlegen Sie sich konkret, ob die Baustellen geschlossen werden müssen und dokumentieren und kommunizieren Sie die Gründe dafür. Was sind weitere Ausnahmetatbestände, bei deren Vorliegen der Unternehmer eine Anpassung der Vergütung verlangen kann? Nun, das sind die gesetzlichen und vertraglichen Tatbestände, die zur Anpassung der Vergütung berechtigen. Neue Folie. Insbesondere zu nennen ist hier Artikel 59 der SIA-Norm 118, die festlegt, dass bei außerordentlichen Umständen, die nicht vorausgesehen werden konnten, eine Anpassung der Vergütung erfolgen kann. Wichtig dabei, das gilt dann nie, wenn der Unternehmer den Mehraufwand verschuldet hat und auch im Rahmen der Anpassung nach Artikel 59 SIA 118 ist die Anzeigepflicht zu beachten. Die gute Nachricht für die Unternehmer vorweg, die Covid-19-Pandemie und deren Auswirkungen war wohl, man wird sich die Einzelheiten anschauen müssen, aber da lehne ich mich jetzt mal recht weit aus dem Fenster, vermutlich vor dem Zeitraum Februar, März nicht voraussehbar. Pferdefuß bei einer Anpassung nach Artikel 59 SIA 118 ist allerdings, dass die Hürde für eine Anpassung sehr hoch liegt. Außerordentliche Umstände werden nicht einfach angenommen, wenn etwas besonders schwierig oder aufwendig oder teuer ist. Vielmehr müssen diese Umstände in einem offenbaren Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung resultieren. Wichtig ist dabei, dass ein Gewinnanteil für die Mehraufwendungen nicht abgedeckt ist und überhaupt ein Verlustgeschäft durch Covid-19 jetzt nicht zu einem gewinnbringenden Deal umgewandelt werden kann. Maximale Grenze der Anpassung der Vergütung sind die tatsächlich aufgefallenen und nachgewiesenen Mehrkosten. Führt uns zum nächsten Praxistipp für die Unternehmer. Bitte den Mehraufwand im Detail festhalten und zeigen, dass Covid-19 für diesen Mehraufwand erheblich war. Trotzdem zu beachten, Hürde für die Anpassung sehr hoch. Ein Sondertatbestand gilt für die Stilllegung von Baustellen durch Unternehmer aufgrund von allgemeinen marktwirtschaftlichen Störungen. Artikel 61 SIA 118. In diesem Fall wird nämlich eine Anpassung der Vergütung nur vollzogen, wenn dies im Vertrag explizit vereinbart war, anders eben als bei Artikel 59 SIA 118. Wann greift Artikel 61 mit dieser nachteiligen Folge ein? Nun, das gilt nur dann, wenn eine Stilllegung erfolgt, die im Zusammenhang mit allgemeinen marktwirtschaftlichen Störungen erfolgt. Das ist insbesondere dann nicht der Fall, wenn die Stilllegung vollzogen wird, weil entsprechende behördliche Maßnahmen dies erfordern.
Neue Folie. Soweit zur Vergütung unter SIA 118. Ein paar Worte noch zur Anpassung der Vergütung unter Obligationenrecht. Auch wenn im Obligationenrecht keine solch detaillierten Tatbestände vorhanden sind wie im Rahmen der SIA-Norm 118, ist das Ergebnis weitgehend das gleiche. Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass eine Anpassung nach Artikel 373 Absatz 2 Obligationenrecht nur unter strengen Voraussetzungen möglich ist und die Hürde hierfür sehr hoch ist. Auch wenn das OR keine umgehende Mehrkostenanzeige explizit vorschreibt, empfehlen wir eine solche dennoch. Dies allein aus Dokumentationszwecken. Ein paar abschließende Bemerkungen noch zu künftigen Verträgen. Was ist da zu beachten? Nun, Covid-19 und die Covid-19-Folgen waren im Januar, Februar vielleicht nicht voraussehbar. Nun dürften sie es aber schon sein. Ergebnis, man wird von einem Verschulden des Unternehmers ausgehen müssen, wenn er diese nicht einpreist und diese nicht fristmäßig berücksichtigt. Dies führt zu folgenden Maximalpositionen, mit denen ich in der anwaltlichen Beratung konfrontiert werde. Dies ist einerseits die Position der Bauherrschaft. Die schreibt dann oft in die Verträge rein, so nach dem Motto, naja, Covid-19 und die entsprechenden Folgen sind vom Unternehmer eingepreist und fristenmäßig berücksichtigt. Er darf sich gar nicht darauf berufen. Genau das andere Extrembeispiel auf Unternehmerseite, der schreibt, Covid-19 und die behördlichen Maßnahmen, wie sie aktuell in Kraft sind, sind bisher nicht eingepreist und müssen entsprechend mehr bezahlt werden. Ferner werden die Fristen entsprechend verschoben. Beides ist aus meiner Sicht nicht sachgerecht, genauso wenig wie ein Unternehmer voraussehen kann, wie die künftige Entwicklung läuft, kann man das Risiko alleinig dem Bauherrn aufbürden. Deswegen ist aus meiner Sicht ein fairer Kompromissvorschlag, dass man sagt, eingepreist und fristmäßig berücksichtigt sind die Covid-19-Folgen und die behördlichen Maßnahmen im Zeitpunkt der Unterschrift des Vertrages. Für alle künftigen Entwicklungen muss vielmehr eine Preisanpassungsklausel vorgesehen werden, die die Unvorhersehbarkeit der weiteren Entwicklungen entsprechend berücksichtigt. Das war es jetzt im Husarenritt zu Covid-19 und Werkverträgen. Mario Matti in Bern, wie sieht es denn aus mit Covid-19 und Planerverträgen? Ja, danke Bernd für das Zuspiel des Balles. Sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite her herzlich willkommen. Ich möchte nun effektiv den Fokus auf die Planerverträge richten, also die Verträge zwischen den Bauherren, Auftraggebern und den einzelnen Planern, sei das der Architekt, der Bauingenieur, der Bauleiter oder weitere Fachplaner. Die Planer sind ja in der Regel in zweifacher Hinsicht betroffen oder angesprochen. Zum einen sind die Planer häufig in der Rolle des Bauleiters tätig auf einer Baustelle in der Ausführungsphase. Und in dieser Rolle sind sie Hilfsperson des Bauherrn, des Auftraggebers und agieren im Rechtsverhältnis zwischen dem Bauherrn und dem Unternehmer, also dem Werkvertrag. Die andere Rolle oder die andere Seite ist natürlich, wenn der Planer selber betroffen ist, also wenn selber er unter dem Planervertrag betroffen ist von Covid-19-Maßnahmen. Dort haben wir ja bekanntlich die Qualifikation des Vertrages je nach Leistungsinhalt, Auftrag oder Werkvertrag. Ich möchte mich nun zuerst dem Thema der Bauleitung zuwenden. Und hier vorab einfach die allgemeine Feststellung, dass der Bauleiter als Beauftragter des Auftraggebers natürlich eine umfassende Interessenwahrungspflicht einzuhalten hat. Also er schuldet dem Auftraggeber ja Treue und Sorgfalt. Das wird sehr weit ausgelegt. Also er muss alles unternehmen, was im Interesse des Bauherrn ist, und daraus fließen natürlich sehr weitgehende Informations-, Aufklärungs- und teilweise auch Beratungspflichten. Dazu gehört auch die bekannte Abmahnungspflicht, wie wir sie zum Beispiel in der SIA LHO Artikel 126
finden. Und das führt zum ersten Praxistipp in Bezug auf die Planer. Sicher ist es richtig, dass die Bauleitung das Thema sehr früh thematisiert, Covid-19-Erschwernisse sehr früh thematisiert, mit dem Bauherrn diskutiert und dem Bauherrn auch aufzeigt, was es für Konsequenzen hat, wie man damit umgehen kann und so weiter. Wenn wir dann weitergehen, kommt so eine alltägliche Arbeit eigentlich der Bauleitung. Sie prüft und beurteilt Nachträge der Unternehmer. Das ist in der SIA LA 103 hier als Beispiel im Artikel 4352 als besonders zu vereinbarende Leistung aufgeführt. Oft ist das Teil des Grundvertrages. Das ist eine zentrale und wichtige Aufgabe der Bauleitung. Und entsprechend ist natürlich auch hier die Bauleitung jetzt gefordert, wenn die Unternehmer mit Ansprüchen kommen wegen Covid-19-Erschwernisse. Also alles, was uns Bernd vorhin erzählt hat, das sind Themen, die die Bauleitung eben auch beschäftigen muss, indem sie dort als Berater des Bauherrn diese Nachträge zu prüfen haben. Dann stellt sich weiter, nächste Folie, die Frage nach der Verantwortung im Umgang mit den Hygienevorschriften. Und da habe ich gesehen, da wurde auch eine Frage gestellt, wer denn hier nun eigentlich verantwortlich ist, dass diese Vorschriften auf der Baustelle eingehalten werden. Und da ist zunächst einmal die erste und grundsätzliche Antwort, dass wir es hier mit Bestimmungen haben, die ihren Ausfluss im Arbeitsgesetz, im Gesundheitsschutz haben. Und damit ist grundsätzlich jeder Arbeitgeber angesprochen. Also der Arbeitgeber ist verantwortlich für die Gesundheit, für den Schutz seiner Mitarbeitenden. Das kommt aus dem OR, diese Bestimmung hier, auch im Arbeitsgesetz, Bauarbeitenverordnung und so weiter. Wir kennen dieses Thema aus der Arbeitssicherheit, Helmtragepflicht, Absturzsicherung und so weiter. Und wir haben hier im Bereich dieser Hygiene oder Distanzvorschriften das gleiche Konzept. Also jeder Arbeitgeber ist für seine Mitarbeiter verantwortlich, das heißt der Unternehmer für die Bauarbeiter, das heißt das Bauleitungsbüro für seine Bauleiter, und wenn der Bauherr mit Leuten, mit Vertretern auf der Baustelle ist, dann ist der Bauherr auch für diese Leute verantwortlich. Das ist so gut so einfach. Die Frage ist natürlich, wie diese verschiedenen Player zusammenzuarbeiten haben und auch sich zu koordinieren haben. Und da habe ich ein paar Bestimmungen aufgeführt, die hier eine Rolle spielen können. Wenn wir einen KBOB-Planervertrag haben und dort in die allgemeinen Vertragsbedingungen schauen, dann sehen wir dort die Pflicht des Planers, die maßgebenden Schutzvorschriften einzuhalten. Also daraus ergibt sich eine Pflicht der Bauleitung, hier dieses Thema auch aktiv anzugehen, über das eigene Maß, also nur für die eigenen Mitarbeiter. Wir haben dann eine Bestimmung in Artikel 1251 der SIA-LHO, die im Wesentlichen auf Artikel 104 der SIA-Norm 118 verweist, und auch dort findet man in Bezug auf die Bauleitung Aussagen, wonach die Bauleitung da die Sicherheit gewährleisten soll. Und schließlich eine wichtige Bestimmung in der Verordnung über die Unfallverhütung, die sagt, wenn auf einem Arbeitsort, an einer Arbeitsstelle mehrere Arbeitgeber gleichzeitig tätig sind, und das haben wir ja typischerweise auf einer Baustelle, dann müssen die Arbeitgeber sich untereinander koordinieren. Also dann kann nicht einfach jeder nur für sich schauen, sondern sie haben eine Pflicht, sich untereinander zu koordinieren. Und daraus folgt natürlich, dass wir auf einer Baustelle eben ein gemeinsames Verständnis haben müssen, eine gemeinsame Schutzplanung haben müssen, damit diese Koordinationspflicht auch erfüllt ist. Und aus meiner Sicht, auch in Bezug auf die Frage, die gestellt wurde, ob das die Verantwortung des Bauherrn ist, ich würde sagen, das ist eine Verantwortung von allen Beteiligten. Alle sind gefordert, hier mitzuwirken. Und daraus folgt der nächste Tipp für die Planer, also für den Bauleiter wieder. Es ist sicher an ihm, hier sehr aktiv dieses Thema regelmäßig einzubringen und eben zum Beispiel in den Bausitzungen als ständiges Traktandum zu thematisieren. Also sicher ein Thema,
um das sich der Bauleiter kümmern muss. Umgekehrt denke ich, wäre es falsch, wenn einfach die eine Partei der anderen sagt, du bist alleine verantwortlich, sondern wie gesagt, sollte das ein gemeinsames, koordiniertes Vorgehen sein. Gut, dann würde ich gerne zum anderen Blickwinkel gehen, nämlich die Frage, was dann, wie dann die Situation ist, wenn der Planer selber betroffen ist in seinem Planervertrag. Nächste Folie bitte. Chris, nächste Folie. Ah, jetzt ist schon eine zu viel, sorry. Ja, das war mein Fehler. Hier sind wir. Also, Auswirkungen auf die Planerverträge, also das Verträgsverhältnis direkt Planer-Auftraggeber. Und hier das erste Thema, das ich herausgenommen habe, ist ein drohender Verzug. Also, was ist die Situation, wenn plötzlich der Planer realisiert, in der Planerstellung zum Beispiel, dass er in einen Verzug mit seiner Leistungserbringung kommen kann? Da kann es verschiedene Gründe geben. Die eine, fehlende eigene Ressourcen. Jerome Baumann hat es am Anfang gesagt. Glücklicherweise haben wir ja noch nicht massenhafte Ausfälle von Mitarbeitern erlebt. Aber wenn wir uns vorstellen, dass in einem Architekturbüro die Hälfte der Belegschaft krank wäre, dann hätten wir hier so einen Fall, wo dann möglicherweise eben ein Verzug eintritt, weil man nicht mehr rechtzeitig liefern kann. Ein anderes Thema ist, wenn der Planer wegen Covid-19 nicht rechtzeitig Informationen bekommt, die er von Dritten erhalten sollte, vom Bauherr, vom Unternehmer, von anderen Planern oder von Behörden. Ich hatte ein Beispiel, wo ein Gebäudetechnikplaner ein Brandschutzkonzept erstellen musste innerhalb einer bestimmten Frist. Und dafür war er angewiesen auf einen Austausch mit der zuständigen Gebäudeversicherung. Also die mussten dieses Konzept prüfen und abnehmen. Und als dann der Lockdown eintrat, war diese Gebäudeversicherung plötzlich nicht mehr zu sprechen. Die Leute waren im Homeoffice und sahen sich außerstande, hier jetzt weiter zu arbeiten. Und wenn das dann fortgedauert hätte, wäre der Planer dann effektiv in ein Problem gekommen. Glücklicherweise haben die Leute dort dann auch auf Videokonferenz umgeschaltet. Also das Problem hat sich dann entschärft. Aber wir können uns vorstellen, dass solche Situationen eintreten. Und wenn es dann eben zu einem Planlieferverzug kommt, stellt sich die Frage, ob der Planer dafür haftet oder nicht. Und der springende Punkt oder die entscheidende Frage wird dann sein, ob er sich exkulpieren kann, ob er darlegen kann, dass ihn kein Verschulden trifft an diesem Verzug. Und das ist natürlich eben unter Umständen dann möglich, wenn Leute ausfallen ohne sein Verschulden oder wenn eben die Verantwortung bei einem Dritten liegt. Wenn das gelingt, dann gibt es auch eine Fristersteckung für diese verloren gegangene Zeit. Natürlich und ganz wichtig, der Planer kann nicht einfach zurücklehnen und sagen, jetzt bin ich unverschuldet hier reingeschlittert und das trifft mich nicht, sondern er muss natürlich auch nachzeigen, dass er zum einen den Bauherrn sehr frühzeitig darauf hingewiesen hat, mit dem Auftraggeber auch nach Lösungen gesucht hat, wie man das Problem lösen könnte und natürlich auch die Schadenminderungspflicht, also es muss alles daran gesetzt werden, dass eben aus diesem Verzug möglichst kein Schaden oder nur ein geringer entsteht. Aber ansonsten kann hier von einer Haftung abgesehen werden. Daraus folgt der nächste Praxistipp, eben möglichst frühzeitig solche Verzögerungen anzusprechen und mit dem Auftraggeber zu diskutieren. Dann Baustellenschließungen. Es hat ja eben, wie Jerome Baumann einleitend gesagt hat, keine generellen Baustellenschließungen gegeben. Eine Ausnahme ist die SBB-Infrastruktur. Da komme ich am Schluss noch kurz darauf zurück. Aber dort, wo es in einzelnen Projekten zu solchen Baustellenschließungen gekommen ist. Dort stellt sich natürlich auch für den Planer die Frage, was bedeutet das für mich, für die Bauleitung vor allem, wenn jetzt da 2-3 Wochen die Baustelle stillsteht und ich nicht arbeiten kann auf der Baustelle. Natürlich ist die Bauleitung nicht immer nur auf der Baustelle, sondern hat auch sonstige Aufgaben, die im Büro erledigt werden. Dort kann die Arbeit natürlich weitergehen, aber dort, wo es dann eben auf der Baustelle Kontrollen, Koordination, Bausitzungen und so weiter, dort kann es zu Ausfällen
kommen. Und da stellt sich die Frage auch, gibt es da eine Entschädigung dafür, wenn wir uns zunächst in die KBOB-Welt bewegen und dort die allgemeinen Vertragsbedingungen anschauen, Artikel 14.1, dann sehen wir, dass dort solche Ansprüche grundsätzlich ausgeschlossen sind. Also unter einem KBOB-Vertrag wird man hier es schwer haben, solche Kosten geltend zu machen. Etwas besser sieht das aus, wenn man einen SCA-Vertrag hat, bei dem die Leistungs- und Honorarordnung vereinbart wurde. Wenn man dort den Artikel 1741 anschaut, dann kann der Planer immerhin dann eine Entschädigung fordern, wenn der Arbeitsunterbruch wegen vom Auftraggeber verschuldet wurde. Also wenn ein Verschulden vorliegt, das ist hier die entscheidende Frage, ist das ein Verschulden des Auftraggebers oder nicht? Und in Bezug auf Covid-19 Baustellenschließung wäre dann die Frage, ob der Bauherr gezwungen war, weil es keine Möglichkeit gab, unter diesen neuen Voraussetzungen die Baustelle weiterzuführen, oder ob er das mehr aus Bequemlichkeit oder aus anderen Gründen gemacht hat und nicht aus einer eigentlichen Notwendigkeit. Also das wird dort die Frage sein, die es zu beantworten gilt. In jeder Situation, immerhin auch letzter Punkt, ist eigentlich klar, dass es eine Entschädigung oder ein Honorar gibt für Mehraufwendungen, die wegen eines solchen Arbeitsunterbruchs entstehen bei der Wiederaufnahme der Arbeiten. Also wenn eine Arbeit ein zweites Mal gemacht werden muss, zum Beispiel bei der Wiederaufnahme der Arbeit, dann stellt das eine Zusatzleistung dar, die dann zu entschädigen sein wird. Etwas anders oder genereller dann auch die Frage, wie es bei Zusatzleistungen aussieht, dass wirklich echten Leistungen, die wegen dieser Covid-19-Situation hinzukommen. Ich glaube, da kann man relativ einfach mal sagen, dass Zusatzleistungen sind eben etwas Zusätzliches und sind entsprechend auch honorarberechtigt. Natürlich muss der Planer darlegen, dass wir es mit einer Abweichung gegenüber dem Grundvertrag zu tun haben. Ich habe so Situationen erlebt, wo der Planer beauftragt wurde, das Schutzkonzept zu erarbeiten oder ein bestehendes zu adaptieren an diese neuen Covid-19-Vorschriften. Und das ist natürlich typischerweise eine Leistung, die eben im Grundvertrag des Planers nicht enthalten war, sondern die eine ganz normale Zusatzleistung ist, die dann in einem Honorar Nachtrag zu vereinbaren ist. Hier ist sicher die Empfehlung, Tipp, das möglichst schnell zu machen. Das ist ein genereller Hinweis. Nachträge sollte man möglichst rasch bereinigen und nicht zu lange zuwarten. Die Frage ist dann, wird etwas schwieriger, wenn wir weitergehen und jetzt uns überlegen, was passiert mit dem Mehraufwand, der jetzt entsteht, weil da Verzögerungen eintreten oder Erschwernisse im Projekt. Wir können uns zum Beispiel vorstellen, dass es Projektänderungen braucht wegen diesen Schutzvorschriften, dass die Logistik neu organisiert werden muss oder gewisse Bauabläufe geändert werden müssen. Das kann dazu führen, dass der Planer seine bereits abgeschlossene Planung ändern muss, anpassen muss. Eine andere Situation kann eintreten, wenn einfach die Bauzeit verlängert wird. Also wenn wir wegen diesen Schutzvorschriften, weil man zum Beispiel in kleineren Teams arbeiten muss und sich dadurch alles verzögert, nur langsamer gearbeitet werden kann, dann kann das dazu führen, dass die Bauzeit sich verlängert und dadurch auch die Bauleitung eigentlich eine längere Zeit dann arbeiten muss. Also wenn dann die zwei wöchentlichen Bausitzungen dann eben noch ein paar Monate weitergehen oder die wöchentlichen Kontrollgänge auf der Baustelle auch zunehmen, dann hat der Bauleiter dort mehr Stunden. Und da wird es wiederum am Planer sein, dann darzulegen, dass das effektive Zusatzleistungen sind. Also es wird ein Vergleich brauchen mit dem Grundvertrag und dann der Abweichung, die da eingetreten ist. Bei so zeitlichen Verzögerungen ist es immer wichtig, dass man darlegen kann, von welcher Bauzeit man im Grundvertrag ausgegangen ist und daraus quasi ableiten kann, was eben der Aufwand der Bauleitung, welcher Aufwand dahinter steckt, und dann davon abweichend kann dann versucht werden, einen Zusatz zu definieren. Es muss natürlich dann auch der Aufwand, der Umfang und der Inhalt muss dargelegt werden können. Da stellt sich die Frage, wie das dann entschädigt wird. Und hier kommt es etwas auf die
Honorierungsart dann darauf an, wenn wir einen Vertrag haben, wo die Entschädigung nach Aufwand erfolgt, dann haben wir a priori mal nicht ein Problem, weil der Mehraufwand wird ja dann einfach automatisch als zusätzliche Zeit entschädigt. Das Problem kommt dann oder die Diskussion kommen dann, wenn das Kostendach, wenn ein solches vereinbart wurde, wenn das dann nicht mehr ausreicht, wenn das erreicht wird, dann wird man darüber diskutieren müssen, dieses Kostendach anzupassen. Etwas schwieriger kann es dann sein, eben bei Pauschalhonoraren. Dort wird man wirklich diesen Vergleich zwischen Grundvertrag und den Annahmen, dem Inhalt der Leistung, die man dort getroffen hat, und dann dem effektiven Aufwand wird man heranziehen müssen, um dann auch einen Nachtrag für das Pauschalhonorar begründen zu können. Auch hier der Tipp natürlich nicht irgendwie das verdrängen und dann erst am Ende des Projekts in 2 Jahren regeln, sondern möglichst früh mit dem Auftraggeber das Gespräch suchen und Lösungen finden und sicher auch diesen Mehraufwand separat irgendwie erfassen, also so, dass das im Nachhinein nachvollziehbar ist, was jetzt ein Mehraufwand ist oder eben nicht. Und jetzt zum Schluss noch gerne ein Wort zur SBB. Auch da wurde eine Frage gestellt, zu der ich hier versuchen kann, Stellung zu nehmen. Ich habe es kurz gesagt, die SBB Infrastruktur, also die Abteilung Infrastruktur, nicht Immobilien, die haben effektiv für eine gewisse Zeit um Ostern die Baustellen systematisch geschlossen. Und das hat dann dazu geführt, dass sowohl Unternehmer wie auch Planer in einem relativ großen Ausmaß Nachträge gestellt haben für diese Ausfallzeiten, für diese Kosten, die dadurch entstehen. Und die SBB hat dann aus meiner Sicht ein sehr kluges Vorgehen gewählt, indem sie sich an die Verbände gewendet hat und mit den Verbänden das Gespräch gesucht hat, zum einen mit den Verbänden des Bauhauptgewerbes, Baumeisterverband, InfraSwiss und so weiter, und zum anderen mit der RÜSIG als Planer, Ingenieurverband. Und wir haben dort dann Gespräche geführt, wie man diese Themen angehen kann. Und Sie sehen hier so einen Überblick über die Diskussion, die geführt wurde. Man hat da verschiedene Kategorien von Kosten gemacht. Entscheidend sind diese gelb markierten Kategorien 2 bis 4. Unter der ersten hat sich die SBB bereit erklärt oder ein Commitment abgegeben, die alten Nachträge, also solche, die noch vor Covid gestellt wurden, dass man die möglichst schnell bereinigen will, auch zur Sicherstellung der Liquidität und so weiter. Das ist aber eigentlich ein Thema außerhalb dieser Baustellungsschließung. Dann eben die gelben Kategorien, da hat man einen Unterschied gemacht zwischen den Kosten, die entstanden sind durch das Runter- und Hochfahren der Baustellen, also zum Beispiel die Sicherung einer Baustelle beim Herunterfahren und dann die Zeit, die das braucht, um wieder zum Weiterarbeiten bereit zu sein. Das war diese Kategorie 2. Dann die Kategorie 3, das waren die eigentlichen Kosten des Stillstandes. Dort natürlich im Vordergrund die Ausfallzeit, also die Bauarbeiter, die dann keine Arbeit mehr hatten. Aber auch weitere Kosten, also Kontrollgänge zum Beispiel auf der geschlossenen Baustelle, waren in dieser Kategorie. Und die vierte Kategorie war dann eigentlich die schwierigste. Das sind eben die Frage, was ist dann mit diesen erschwerten Bedingungen, die dann auch in der Zukunft eintreten. Wie geht man mit diesen Zusatzkosten um? Und in diesen Gesprächen hat man sich eigentlich in all diesen Kategorien verständigt, im Sinne so eines Branchenverständnisses. Die SBB hat nach meinem Eindruck dort eigentlich auch großzügig argumentiert und Vorschläge gemacht. In der Kategorie 2 hat sie gesagt, diese Kosten werden vollumfänglich von der SBB übernommen.
bei der Kategorie 3 grundsätzlich auch, mit Ausnahme, dass die SPÖ gesagt hat, zu Recht, oder, dass wenn natürlich die Leute, die dann nicht mehr beschäftigt sind, wenn die dann in der Kurzarbeit sind und dort von der Arbeitslosenkasse Entschädigung kriegen, dann kann man diesen gleichen Betrag nicht noch einmal unter dem Titel der Mehrkosten hier geltend machen. Also dort bei den Personalkosten hat man sich dann auf einen deutlich tieferen Niveau verständigt. Aber auch sonst die weiteren Zusatzkosten will die SBB da übernehmen. Bei der Kategorie 4 habe ich gesagt, dort ist es am schwierigsten. Und dort hat man sich im Wesentlichen über einen Prozess verständigt, wie man diese Themen diskutieren soll und unter welchen Bedingungen da hier andernfalls Entschädigungen möglich sind. Und das, wie gesagt, hat man diese Diskussion sowohl für Unternehmerleistungen wie auch für Planerleistungen geführt. Das ist natürlich nicht etwas, das verbindlich ist für die betroffenen Unternehmen und Planer, sondern das sind in dem Sinn Empfehlungen oder ein Branchenverständnis. Und die SBB wird sicher auf dieser Basis jetzt diese Verhandlungen mit den betroffenen Anbietern führen. Damit wäre ich am Ende meiner Ausführungen. Ich darf zurück an Jerome geben für die Schlussrunde. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank dir, Bernd und Mario, für die Ausführungen und auch Ihnen für Ihr Interesse. Ich schiele hier auf die Fragen und Antworten und sehe, es ist noch eine Frage offen und ich lade Sie herzlich ein, angesichts der Zeit noch weitere Fragen zu stellen. Die Frage, die richtet sich an dich, Bernd. Wenn im Subunternehmerwerbvertrag die Geltendmachung von Mehrvergütungsansprüchen aus 59 SIA, also bei außerordentlichen Umständen, ausdrücklich ausgeschlossen wurde, gibt es dennoch Möglichkeiten, Mehrkosten im Zusammenhang mit Covid-19-Maßnahmen geltend zu machen? Hier aus Sicht des Subunternehmers, wie könnte argumentiert werden? Ja, danke, Jerome. Ich gehe davon aus, dass dann gleichzeitig impliziert wird, dass nicht nur Artikel 59 SIA 118 ausgeschlossen ist, sondern gleichzeitig auch das Pendant Artikel 373 Absatz 2 Obligationenrecht. Wenn letzteres nicht der Fall ist und entsprechend kein Ausschluss der OR-Bestimmung gegeben ist, kann sich der Subunternehmer einfach auf die OR-Bestimmung abstützen und argumentieren, dass bei gegebenen Voraussetzungen sich eine Anpassung der Vergütung aus Artikel 373 Absatz 2 Obligationenrecht ergibt. Ich gehe aber davon aus, dass auch Artikel 373 Absatz 2 Obligationenrecht ausgeschlossen ist. Es stellt sich daher die Frage, kann man Artikel 373 Absatz 2 Obligationenrecht überhaupt ausschließen? Soweit ersichtlich gibt es dazu keine Präzedenzfälle. Letztlich ist Artikel 373 Absatz 2 aus meiner Sicht Ausfluss des Instituts des Wegfalls der Geschäftsgrundlage und ohnehin nur unter restriktiven Voraussetzungen anwendbar. Ich sehe daher einen gewissen Argumentationsspielraum, dass man sagen könnte, da die Voraussetzungen von Artikel 373 Absatz 2 so hoch sind, kann die Bestimmung nicht ausgeschlossen werden. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass es dazu aus meiner Sicht keine Präzedenzfälle gibt und man immer das Problem hat, dann gegen einen geschriebenen Vertragstext argumentieren zu müssen. Vielen Dank, Bernd. Es ist noch eine Frage reingekommen, die sich auch an dich richtet. Die Frage ist, Vergütungsanspruch bei einem Pflege- und Altersheim im laufenden Betrieb, was gilt, wenn die Bauherrin höhere Anforderungen an Hygienevorschriften stellt, als wohl behördlich erforderlich ist? Kann dies eine veränderte Ausführungsvoraussetzung darstellen, die zusätzlich zu vergüten wäre? Danke, Jerome.
Aus meiner Sicht ist diese Frage kein spezielles, zielt die Frage nicht speziell dahin, ob erschwerte Verhältnisse zu einem Mehraufwand führen, der nach Artikel 59 SIA 118 vergütungspflichtig ist oder nicht vergütungspflichtig ist. Hier wird seitens der Bauherrschaft eine Zusatzleistung verlangt, für die dann das Nachtragsprozedere gilt, das im Vertrag geregelt ist. Und Ausgangspunkt ist in der Regel in den Verträgen, wenn einfach Leistungen verlangt werden, die so nicht vorgesehen waren, dann müssen diese zusätzlich vergütet werden. Gut, vielen Dank. Ich warte kurz, ob da noch weitere Fragen eingehen. Ich glaube, das scheint nicht der Fall zu sein. Damit erlaube ich mir mit Dank an Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie auch an Bernd Haug und Mario Marti, Bern und Basel, für Ihre Teilnahme. Ich wünsche einen wunderbaren Nachmittag und bleiben Sie. Moment, jawohl, gut, das war nur eine Gratulation zum Webinar. Herzlichen Dank. Bleiben Sie gesund und alles Gute. Wiedersehen.